Das Wort hat nun der Kollege Oliver Krischer, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesminister Gabriel, es ist schon erstaunlich, wie breitbeinig Sie sich hier hinstellen und so tun, als ginge das mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien alles so weiter wie bisher, als würde diese Erfolgsgeschichte weiterlaufen. Ein Blick auf die Fakten Ihres eigenen Gesetzentwurfs zeigt etwas anderes. Sie halbieren das Ausbautempo der erneuerbaren Energien um die Hälfte, und zwar nicht um die Hälfte gegenüber grünen Zielen, sondern um die Hälfte gegenüber Zielen der schwarz-gelben Bundesregierung. Und das ist wahrlich ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Und Sie machen damit das EEG zu einem Bestandsschutzinstrument für die Kohleindustrie, für die fossile Energieerzeugung. Und Sie machen damit aus der Energiewende, die wir in Deutschland einmal hatten, eine Braunkohlewende. Und dagegen, meine Damen und Herren, werden wir uns wehren. Und Herr Gabriel, besonders dreist ist es, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, ja, bei der Windenergie, da wird in Zukunft noch etwas laufen. Das ist richtig. Bei der Windenergie wird in Zukunft noch etwas passieren. Aber das passiert nur, weil grün regierte Bundesländer sich dafür eingesetzt haben, das durchgesetzt haben. Wären Ihre ursprünglichen Vorschläge zum Tragen gekommen, dann würde südlich von Hannover keine einzige Windkraftanlage mehr gebaut worden. Dann hätten Sie das auch noch kaputt gemacht. Und meine Damen und Herren, was Sie kaputt machen, ist die Biogaserzeugung. Die stellen Sie komplett ab. Das stellen Sie ein, die Technologieentwicklung beenden Sie. Und dabei wäre das eine Chance, eine residuale, eine flexible Erzeugung zum Ausgleich von Wind und Sonne zu bekommen. Das beenden Sie. Hier hören Sie alles auf. Das ist unverantwortlich, wie man eine Technik, die in Deutschland entstanden ist, so beenden kann. Und genauso trifft es die Photovoltaik. Nur haben Sie da nicht den Mut, das zu sagen. Sie schreiben ins Gesetz rein, und das haben Sie eben auch gesagt, 2500 MW Zubau. Nur auch da, Herr Gabriel, würde ein Blick auf die Fakten etwas anderes zeigen. Wir haben im Moment schon unter dem gültigen EEG einen Zubau bei Photovoltaik, der gegen Null geht. Das zeigen die Zahlen der Bundesnetzagentur. Sie verschlechtern die Bedingungen vor allen Dingen über diese absurde Eigenstromregelung, dass wir auch mit Ausnahme des Kleinsegmentes in Zukunft null Photovoltaikstrom mehr haben. Und es ist absurd, neben der Windenergie die kostengünstigste Form, die Energieerzeugung aus Sonne abzuwürgen. Das ist Unsinn, das ist absurd, meine Damen und Herren. Und das ist aber das Ergebnis Ihrer Politik. Und der ganz besondere Klopper in diesem Gesetz ist die Eigenstromregelung. Da ist es so, dass wenn in Zukunft ein mittelständisches Unternehmen oder ein Privathaushalt ein Blockkraftwerk erzeugen will, effizient, und damit einen Teil der Energiewende machen will, die wir voranbringen will, das kombiniert mit der Photovoltaikanlage, der zahlt 50% EEG-Umlage auf den eigenverbrauchten Strom. Und das führt dazu, dass diese ganzen Projekte am Ende unwirtschaftlich werden. Ja, da kann man, Herr Fuchs, Sie wollen das nicht. Aber eigentlich haben Sie einen Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem drinsteht, dass wir genau das voranbringen wollen. Und wir fördern das über ein Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Und diese Förderung fliegt dann 1:1 wieder in die EEG-Umlage. Und es ist ein Nullsummenspiel, es ist Bürokratie, es ist Unsinn. Die Entwicklung wird dann abgewürgt. Und es wird noch schlimmer. Wenn es wenigstens dann eine Gleichbehandlung gäbe. Aber derjenige, der selbst das erzeugen will und dann aus dem Fenster rausguckt und vielleicht auf ein schönes Braunkohlekraftwerk guckt, der muss zur Kenntnis nehmen, dass das, was für die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung, was für die Photovoltaik gilt, das gilt für Kohlekraftwerke nicht. Die sind alle ausgenommen. Die zahlen selbstverständlich auf ihren Eigenstromverbrauch keine EEG-Umlage. Und das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ich fordere Sie auf, das zu beenden, hier wenigstens eine Kostengerechtigkeit an der Stelle herzustellen. Das würde auch dem Mittelstand,
Das würde auch dem Mittelstand und denjenigen, die sich da engagieren wollen, die sich da einbringen wollen, etwas bringen. Und da hatte ich immer noch die Hoffnung, dass wenigstens die Union sich für diesen Bereich engagiert. Aber da tun sie an der Stelle überhaupt nichts. Und dann, meine Damen und Herren, kommen wir zur besonderen Ausgleichsregelung. Da haben Sie uns ja gestern einen Gesetzentwurf vorgelegt. Da haben Sie 4 Wochen länger für gebraucht. Das andere liegt ja schon ein bisschen länger hier vor. Ich bin noch mal gespannt, wie Sie das verfahrenstechnisch mit dem Bundesrat hinkriegen wollen. Aber das sehen wir dann. Und es ist völlig unstrittig. Und ich finde es absurd, dass das immer wieder hier in Frage gestellt wird. Es gibt niemanden, der in Frage stellt, dass Grundstoffindustrie, dass Metallerzeugung, dass Chemie, dass Papier Befreiungen braucht. Darum geht es nicht. Aber, meine Damen und Herren, Sie müssen mir schon erklären, warum Fantasieschmuckherstellung oder nehmen wir das andere Extrembeispiel, die deutsche Panzerindustrie in neuerdings in diesen Listen auftaucht. Wollen Sie, dass die konkurrenzfähig in Saudi-Arabien sind oder worum geht es da, meine Damen und Herren? Und Sie schaffen mit dieser Liste ein bürokratisches Monster unglaublicher Art. Das führt in der Tat zu Beschäftigung. Zur Beschäftigung bei Beratern und Rechtsanwälten, bei Gerichten. Das wird dazu führen, dass jeder sein Schlupfloch sucht, um am Ende in den Genuss der Privilegien zu bekommen. Und das zeigt aktuell schon das Beispiel Vattenfall. Die stehen zwar mit ihrem Braunkohlentagebau nicht mehr in der Liste, jetzt plötzlich machen sie es aber über Eigenstromprivileg. Aha, da staunen wir. So läuft das also in Zukunft. Jeder wird sein Schlupfloch finden bei ihrer Regelung und ihr Versprechen, dass das um 1 Milliarde gesenkt wird, die Kosten, dass die privaten Verbraucher entlastet werden. Da haben wir ja gestern gehört, das war ein großes Missverständnis. Sie gestehen ein, die privaten Verbraucher werden mit Milliardenbeträgen zusätzlich belastet. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und meine Damen und Herren, wenn wir schon über Arbeitsplätze reden, dann müssten wir endlich mal auch darüber reden, über die Arbeitsplätze in der erneuerbaren Energienbranche. Da stellen Sie Zehntausende von Arbeitsplätzen in Frage. 400.000, die da geschaffen worden sind. Da höre ich überhaupt nichts von Ihnen. Man kann den Eindruck haben, bei Ihnen ist ein Arbeitsplatz nur dann ein guter Arbeitsplatz, wenn die IGBCE-Organisationsgrad, wenn der besonders hoch ist. Da in manchen Bereichen interessieren Sie sich 0,0 für die Arbeitsplätze. Das kann an der Stelle überhaupt nicht sein. Und ich sage Ihnen, gehen Sie mal in den Kreis Borken im Münsterland. Da gibt es 3 innovative Unternehmen, Blockheizkraftwerke, Biogas, Photovoltaik. Die mit 1.000 Beschäftigten in einer ländlichen Region, die wissen am Ende des Jahres nicht mehr, ob sie noch eine Chance haben. Die haben vielleicht noch eine Chance im Ausland. Aber da vermisse ich den Herrn Gabriel, dass er sich da mal blicken lässt und da mal Gesicht zeigt und seine Politik erklärt. Da gehen Sie nicht hin, da drücken Sie sich drum. Und meine Damen und Herren, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Gott. Einen großen Konsens, den hatten wir Ihnen angeboten. Aber wenn ich mir das angucke, dass der Bundesrat in den letzten Tagen über 200 Änderungsanträge gestellt hat zu diesem Gesetz, dann kann es ja wohl nicht sein, dass es da einen Konsens gibt. Wir sagen, das ist ein Anschlag auf die Energiewende, das ist ein Anschlag auf die Arbeitsplätze, das ist ein Anschlag auf den Klimaschutz und das ist ein Abwürgen der Energiewende. Das werden wir in dieser Form nicht mittragen, wenn Sie sich nicht aufraffen und das EEG wieder zu einem Parlamentsgesetz machen. Aber wenn ich die Äußerung von Herrn Fuchs höre, dann wird es ja am Ende sogar noch schlimmer. Und das werden wir nicht mittragen, das kann ich Ihnen sehr deutlich sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Ehrentribüne hat der Präsident des Staatsrates des Sultanats Oman, Herr Dr. Al-Mantari, mit seiner Delegation Platz genommen. Ich möchte ihn im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Hauses ganz herzlich hier bei uns begrüßen. Sehr geehrter Herr
Sehr geehrter Herr Präsident, Sie haben in den vergangenen Tagen sehr intensive Gespräche mit vielen Kolleginnen und Kollegen hier im Hause und darüber hinaus geführt. Wir wünschen Ihnen für Ihren Aufenthalt in Deutschland, für die politische und wirtschaftliche Entwicklung Ihres Landes, insbesondere aber für die weitere parlamentarische Arbeit, alles Gute und danken Ihnen für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Der nächste Redner in der Debatte ist der Kollege Hubertus Heil.